Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur heutigen Sendung von HSBC Daily Trading TV. Wir werden uns in den nächsten rund 5 Minuten den charttechnischen Perspektiven der italienischen Standardwerte und dem Währungspaar Euro-US-Dollar zuwenden. Starten wir mit dem Blick nach Italien und der FTSE MIB Index. Das ist ein Chart mit positivem Überraschungspotenzial in 2020. Wir hatten ihn seinerzeit auch schon prominent im großen technischen Jahresausblick platziert, wo wir uns am Ende immer zur Aufgabe machen, solche etwas in Vergessenheit geratene Chartverläufe zu besprechen, die dann möglicherweise im neuen Jahr die Kurve bekommen und das positive Überraschungspotenzial entfalten können. Und genau so ein Kandidat ist eben der FTSE MIB Index. Der mitgebrachte Langfristchart, der zeigt das sehr schön. Es liegt im Prinzip eine verlorene Dekade hinter den Investoren in Italien. In schöner Regelmäßigkeit in den letzten 10, 12 Jahren hat uns immer wieder im Bereich von 24.500 Punkten der Mut verlassen. Und dieser dadurch entstehende ultimative Deckel in diesem Bereich, er wird zusätzlich untermauert durch ein Fibonacci-Level. Also ein ganz großer Befreiungsschlag, wenn wir hier diese charttechnischen Hürden bei rund 24.500 Punkten überspringen würden. Und das ist dann auch tatsächlich die Schwelle, wo der Kursverlauf der italienischen Standardwerte beginnt, sein positives Überraschungspotenzial tatsächlich zu entfalten. Ich habe auch einen Indikator mitgebracht, unter dem Chartverlauf dargestellt, ein klassischer Volumenindikator, das sogenannte OBV. Und das ist ein Mutmacher derzeit, dass dieser Befreiungsschlag tatsächlich vollzogen werden könnte. Der Indikator steigt sehr schön, das können Sie im Chartverlauf, im Indikatorverlauf erkennen. Heißt übersetzt so viel, bei steigenden Notierungen steigt auch das Volumen. Das heißt, steigende Kurse werden von Volumenseite, von der Umsatzseite getragen und bestätigt. Und das ist doch ein ganz wichtiger Katalysator, um hier diesen angesprochenen ultimativen Deckel bei 24.500 Punkten in diesem Anlauf wirklich nachhaltig zu lüften. Und dann stünde hier eine ganz große Bodenbildung zu Buche, die dann auch eben auch enormes technisches Anschlusspotenzial bereithält. Deswegen der FTSE MIB Index für uns einer der spannendsten Chartverläufe derzeit überhaupt. Liebe Zuschauer, deutlich öfter analysieren wir an dieser Stelle das Währungspaar Euro-US-Dollar. Zuletzt vor 2 Wochen, als wir uns wie auch im Jahresausblick skeptisch für den Euro im Vergleich zum US-Dollar geäußert hatten. Und diese Skepsis erhält neue Nahrung. Wir haben nämlich das 2019er Tief unterschritten, 108,77, und damit entsteht aus technischer Sicht eben ein erneutes prozyklisches Euro-Ausstiegssignal. Und die Lage wird noch verschärft durch den mitgebrachten Chart. Ich habe nämlich hier mal im Kursverlauf des Währungspaars die Bollinger Bänder eingezeichnet, also einen klassischen Volatilitätsindikator. Im unteren Verlauf des Charts können Sie erkennen, dass sich oberes und unteres Bollinger Band, also die beiden Begrenzungen dieses Volatilitätsindikators, zuletzt extrem stark verengt hatten. Der Abstand zwischen den beiden Bollinger Bändern also historisch gering war. Und jetzt wird nicht nur das Tief aus dem vergangenen Jahr, sondern auch das untere Bollinger Band unterschritten. Ja, und das war in der Vergangenheit eben oftmals der ideale Nährboden dafür, dass hier ein neuer Trendimpuls in Gang gesetzt wird. Und korrekterweise in der Gesamtgemengelage müsste man davon ausgehen, dass es sich dabei um einen neuen Euro-Abwärtstrendimpuls handelt. Das Ganze wird, wie gesagt, verstärkt dadurch, dass wir das Tief aus dem vergangenen Jahr 108,77 unterschritten haben und deswegen die klare charttechnische Warnung
dass Anleger derzeit von einem Schließen der Kurslücke vom April 2017 ausgehen müssen, ist ungefähr bei 1,08 angesiedelt und unterhalb dieses Gaps von gut oder knapp 3 Jahren müsste man tatsächlich schon oder dann rücken die alten Verlaufstiefs bei 1,05, 1,0340 sogar wieder ins Blickfeld der Anleger. In der Summe sollten Investoren dem Euro gegenüber skeptisch eingestellt bleiben und diese Skepsis hat zuletzt sogar nochmal neue Nahrung erhalten. Liebe Zuschauer, damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank fürs Zuschauen, machen Sie es gut und viel Erfolg bei Ihren eigenen Trading-Aktivitäten. Bis nächste Woche. Tschüss aus Düsseldorf.